Ja, moin Freunde, heute gibt es eine Special-Folge. Wir waren heute auf dem Weihnachtsmarkt und haben gewonnen bei einer Verlosung. Man konnte ein Wildschwein gewinnen, man musste schätzen, wie schwer das Schwein ist. Und mein Sohn, der hat diese Wildsau gewonnen, die hat jetzt ein Gewicht von 17,5 Kilo gehabt. Heute gibt es eine kurze Folge, wir fangen jetzt gleich an. Wir haben die so bekommen und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die zerlegt bekommen. Zum Glück habe ich meinen Schwager und meinen Vater da. Wir werden gleich alle drei Mann anfangen, die Sau zu zerlegen. Und ja, nachher werde ich nochmal dazuschalten, wenn wir so fortgeschritten sind. Wir sind alle drei, was heißt mein Vater, der hat schon mal Schweine zerlegt und auseinandergenommen, aber noch nie Wildschweine. Denn die haben ja quasi einen Pelz, ein Fell und die normalen Hausschweine, die werden ja abgeflammt und ja, dann zerlegt. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall loslegen und dann schalte ich gleich nochmal dazu, wenn wir dann soweit sind, fortgeschritten, bis wir ja, die Decke abhaben und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder zurück. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gebraucht als unerfahrene ja, Schlachter, sag ich mal, oder Zerleger. Wir haben soweit alles abgeschnitten, also die Decke ist ab. Jetzt werden wir portionieren. Übrigens, hier wurde das Ferkel oder die Wildsau getroffen. Und wir werden jetzt portionieren. Ihr könnt euch jetzt schon währenddessen, wir portionieren, könnt ihr euch schon ausdenken, was ist ausdenken, mir vielleicht einen Vorschlag machen, was ich euch damit zubereiten soll. Ob ich irgendwie was in der Küche machen soll, auf dem Grill, vielleicht was im Dutch Ofen. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Aber wir werden das jetzt nochmal zerlegen, da werde ich jetzt auch nochmal die Zeit stoppen und dann werde ich euch mal sagen insgesamt, was wir gebraucht haben an Zeit, um die Sau zu zerlegen und die Decke abzuziehen und was wir daraus für Portionsstückchen machen. Also, bis gleich. Aufs Video. So, Freunde, die Sau ist zerlegt. Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht, das ging ja doch schneller als die Decke abzuziehen. Wir haben hier zweimal die Oberkeule. Ah ne, stimmt nicht, das waren die Hinterkeulen. Hier haben wir zwei Vorderkeulen. Hier haben wir quasi das ganze Rückgrat, also Nacken und Schulter und die hinten das Becken. Haben wir in 4 Stücke geschnitten. Hier haben wir 2 Filets. Hier haben wir die Bauchlappen. Ich habe dafür schon eine Idee, ich glaube, da machen wir mal kaltgeräucherte Schweine, Bauch, Lappen, wie auch immer. Und hier haben wir die beiden Rippenhälften. Was wir daraus machen, da müssen wir noch was überlegen. Vielleicht machen wir da auch da 3, 2, 1 Rips draus. Mal schauen. Und ja, das waren jetzt insgesamt 40 Minuten mit ja, 3 Mann. 2 haben gemacht, einer hat die ganze Zeit gedreht und gehalten. Und ja, schreibt auch eure Anregungen oder vielleicht mal Tipps und Tricks, weil ich kenne mich damit so Wildschwein oder Wild allgemein nicht wirklich aus, was ich daraus machen könnte. So, das war ein kurzes Video, das war echt überraschend heute vom Weihnachtsmarkt aus dem Wildwald. Da kam dieser Gewinn her, mein Sohn hat die Sau gewonnen. Ja, zerlegt haben wir es. Was wir daraus zubereiten können oder sollten, würde ich mich freuen über eure Anregungen. In diesem Sinne, übrigens, wer es nicht sehen kann, so totes Tier oder keine Ahnung, dann ja, schaut's weg. Bis dahin, bis zum nächsten Video.